gar nicht lange schnacken. Kopf in den Nacken. Wie gesagt, wir legen direkt los und weiter. Willkommen zurück zum Flug Eurowings Zero One Alpha nach Düsseldorf von England Heathrow. Wir programmieren jetzt unser Flight Computer. Das heißt, hier haben wir eingegeben Block 13. Block 13 ist nichts anderes, dass wir 13 Tonnen Fuel geladen haben. Und wir fangen jetzt erstmal an mit Init-Page. Die Init-Page ist ganz einfach. Wir sagen jetzt im Computer, wo wir uns befinden und wo wir hin möchten. Das machen wir mit ICAO-Codes. Die ICAO-Codes, jeder Flughafen hat einen ICAO-Code. In unserem Fall ist England Heathrow EGLL. Dann machen wir einen Schrägstrich, weil wir möchten nach EDDL, das ist Düsseldorf International. Das gehen wir da oben ein und jetzt sehen wir hier allein ILS. Das heißt, wir werden jetzt dem GPS sagen, du kannst uns langsam mal orten, fahr deine Maschinen hoch, damit wir hier auf dem Display was sehen. Das werden wir jetzt tun. Unsere Flight Number für diesen Flug ist EW für Eurowings. Was haben wir gesagt? Zero One Alpha. Wenn wir die Flugnummer eingeben. Unser Kostindex. Im Übrigen seht ihr alles das, was ich hier auf meinem Zettel habe, auch in dem Download, der unterhalb des Videos steht. Wir haben einen Kostindex von 91. Der Kostindex ist sozusagen ein Multiplikator, welcher für die Buchhaltung berechnet wird. Was kostet die Maschine, was kostet der Pilot, was kostet die Besatzung, wie viel Treibstoff wurde berechnet und so weiter und so fort. Das ist ein Kostindex und dieser Multiplikator, den führen wir hier ein, damit unsere Rechnungshof bzw. die Buchhaltung ausrechnen kann, was uns der ganze Spaß gekostet hat. Ja, und so errechnet man dann halt Ticketpreise. Dann sagen wir haben ein Flight Level, also ein FL280 wollen wir. Wir klettern also, wie gesagt, nicht bis 400 hoch, sondern wir nehmen FL280, eine abgeänderte Form, weil heute schönes Wetter ist und wir über die Nordsee fliegen. Und da gerade wenig Verkehr ist, haben die Lotsen gesagt, okay, ihr kriegt eine Sondergenehmigung und dürft auf 280 klettern. Und da schreibt ihr mir schon 0 bis 410. Clear, weg, weg, denn nur 280. Das wiederum nimmt der. Wunderbar. Dann hätten wir diese Page schon fertig und können jetzt eigentlich den Flugplan eingeben. Den Flugplan gehen wir wie folgt ein. Wir haben hier EGGL für England. Klicken da einmal drauf und Departure. Wir haben eine Departure und die geben wir jetzt ein. Wir möchten starten von der 27 Right. Hier befindet sich mit einer Länge von 3903 Meter und einem Steuerkurs von 271. Also dafür auch ist ein kleiner Indikator. 27 Right heißt 270 Grad. So wie hier seht ihr, ist der wirkliche Grad der Runway 271. Das sind so Brücken, die man sich dann später bauen kann. Dann werden wir den SIT benutzen. SIT sind, steht hier oben, eine extra Standard Instrument Departure. Das heißt, es gibt jetzt extra Karten und da könnt ihr gerne mal im Internet googeln. Sucht daraus EGGL, also EGLL für England Heathrow. Dann sucht ihr euch die SIT-Karte für die, also den Abflug, die SIT für die 27 rechts und ihr werdet sehen, genau die Daten, die ihr hier jetzt seht, die stimmen in der Realität auch überein. Und das sind jetzt wirklich richtige Standardwege und Flugwege, die wir jetzt hier nutzen. Ja. Also, wir fliegen dann über die DET2F nach. DET2F haben wir hier. So, das ist unsere SIT, unser Departure sozusagen, unsere Karte, die wir nutzen oder die der Computer nutzt, um da jetzt genau lang zu fliegen mit keiner Transition. Dann werden wir No Transition eingeben und werden das in den Flugcomputer eingeben. Dann haben wir das schon mal getan. Dann werden wir weiter vorgehen
Jetzt sind wir bis Date und ihr seht jetzt hier, meine Freunde, wir fliegen jetzt 23 nautische Meilen auf Flight Level 060. Das ist die Restriction, die ich am Anfang gesagt habe. Hier in England ist es so, wir dürfen aus Lärmschutzgründen, und das muss ein Pilot im Grunde genommen wissen, aber das steht auch in jedem Plan drin, beziehungsweise in jedem Flugplan drin, welche Restriction es überall derzeit gibt. Ja, es gibt ja auch Gebiete, wo Kriegsgebiete sind oder so, da dürfen dann ein normaler Verkehrspilot auch nicht drüber fliegen. Dann wird diese Zone mal eben gesperrt zum Beispiel und so weiter und so fort. Aber wir holen viel zu weit aus. Ich möchte weiter meinen Computer programmieren. Wir sind jetzt bei Date, da könnt ihr auch mal in dem Download nachschauen. Date seht ihr jetzt, jetzt kommt als nächstes die UL6. Die UL6 ist nichts anderes als ein Airway bzw. eine Autobahn. Viel richtiger wäre noch die UL6, ein Autobahnkreuz, und die gehen wir jetzt hier einfach ein. Die ist mit UL6. Wir sagen jetzt, wir sind jetzt hier am Autobahnkreuz Stuttgart und möchten jetzt auf die Autobahn DVR, die nach München führt, als Beispiel jetzt ne? So, dann gehen wir DVR ein. Also das ist jetzt die Autobahn, die jetzt nach München gehen würde. Jetzt haben wir unseren Plan abgearbeitet. Wir fahren auf der Autobahn drauf in UL6 nach DVR. Geben das ein in unseren Flugplan. Und ihr seht, jetzt steht da nicht mehr Date, sondern DVR. Und von Date bis DVR benötigen wir 29 nautische Meilen. So, dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal hier die Discontinue raus. Die nehmen wir so raus, zack, und schon haben wir die raus. Ihr seht, ab Date dürfen wir automatisch klettern. Also wir fahren die ganze Zeit, hier fliegen wir hier auf 6000 Fuß. Und ab Date wird das aufgehoben nach ja, 30 nautische Meilen circa. Dann dürfen wir klettern auf knappe 200 und dann geht es hoch nach 280. Nichtsdestotrotz ist DVR nicht unser letzter Punkt, sondern wir fliegen dann von DVR wieder an einem Autobahnkreuz. Wir nehmen DVR rein und sagen Airway, dann wieder auf das Autobahnkreuz UL9, jetzt nicht 6, sondern 9, wir sind ja weiter. Und fahren dann in Richtung, wir fahren ja nicht, wir fliegen nach Conan. Conan. Habe ich das richtig geschrieben? Conan, genau. So, dann gehen wir das ein und peng. Jetzt steht da nicht mehr DVR, sondern der hat jetzt weitere Punkte hinzugefügt, nämlich Conan. So, jetzt sind wir in Conan und sagen aber in Conan, du wechselst jetzt die Autobahn wieder. Und du fährst jetzt von der UL9, fährst du jetzt auf die UL607. UL607. Und fährst Richtung Kock. Wo haben wir hier Kock? Jetzt muss ich mal sagen, ABCDF. Kock. Sadum. Und einmal eintragen. So, dann schauen wir mal hier, ob das alles seine Richtigkeit hat. Genau. TC heißt Top of Center. Hier haben wir unsere effektive Flughöhe von 28.000 Fuß erreicht. Also wir brauchen fast 100 nautische Meilen, um wirklich auf 28.000 Fuß zu steigen. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Wir sind in Kock und jetzt bekommen wir eine Direction. Eine Direction ist sozusagen eine Anordnung. Wir brauchen jetzt keine Autobahn fahren, wir brauchen jetzt keine Auffahrt nehmen. Eine Direction ist die direkte Verbindung. Und das machen wir anders. Wir geben jetzt nämlich kein Airways ein, sondern eine Direction. Wir könnten auch hier auf DER drücken für Direction. Aber ich mache das hier drüber, denn der sagt zu uns, der Lotse, wir sollen nach Poden. Dann werden wir jetzt Poden eingeben.
wie gesagt, für alle die, die jetzt keine Ahnung vom Fliegen haben, die werden jetzt mit den Köpfen schlagen und so, was macht der da? Aber glaubt mir, das ist schon soweit richtig. So, und hier haben wir wieder ein Continue, den nehme ich gerne raus. Zack. So, und hier passiert was Interessantes und deswegen liebe ich den Airbus so gegen Boeing. Ich meine, Boeing kann es jetzt mittlerweile auch, aber Airbus kann es natürlich besser. Ihr seht, hier haben wir nach Cock haben wir uns, ich muss das anders zeigen. Nach Conan haben wir unseren Top of Center erreicht. Das heißt also, wir befinden uns auf der Höhe, die wir eingestellt haben, von 28.000 Fuß. Fliegen dann nochmal 16 nautische Meilen auf unsere Cruise-Höhe, auf unserer Höhe, die also Reisehöhe, und leiten dann, oder dann leitet der Airbus automatisch den Top of Descent ein. Dafür Top Schrägstrich D für Top of Descent. Das sagt uns, oder dieser Punkt sagt uns nichts anderes aus als hier, ab hier fängst du von deiner Reiseflughöhe an zu sinken, damit du deine richtige Höhe im Landeanflug hast. Aber das können wir während des Fluges nochmal gerne besprechen. Ich schaue mal jetzt weiter. Also wir sind jetzt in Poden. So, wenn wir in Poden sind, dann möchte ich gerne wieder eine Autobahn benutzen. Und zwar nutzen wir dann die Y oder die Yankee 862. Und diese führt uns nach Kenum. Kenum. Komische Namen, aber so ist es nun mal in der Luftfahrt. Dann einmal bitte eintragen. So, jetzt sollte nach Poden, sollte Kenum kommen. Und da haben wir Kenum. Dann kriegen wir wieder in Kenum eine Direction. Also wir arbeiten in diesem Flug wirklich mit viel Direction. Und die führt uns nach Norden. Dann haben wir die auch wieder eingetragen. Und jetzt müsste da wieder DIR drüber stehen, dass wir direkt nach... Hier steht es DIR, NOR, 12 für 12 nautische Meilen fliegen wir dann rüber. Mit wieder eine Direction. Es hört nicht auf mit unseren Directions. Wenn wir NOR erreicht haben, kriegen wir eine Direction für Ibixi. Habe ich das jetzt richtig geschrieben? Ibixi, ja, habe ich richtig geschrieben. So, und dann sollten wir auch schon fast fertig sein. Ihr seht also, man muss sich als Pilot wirklich konzentrieren und viele Dinge beachten. Wir sollten jetzt ein Diesel haben. Hier ist Ibixi. Wir nehmen jetzt wieder die Flight Continue raus. Die Unterbrechung, Insert. Wo haben wir denn noch eine? Da unten haben wir eine. Die nehmen wir jetzt gleich raus. So, und Ibixi ist unser letzter Punkt. Dann können wir nämlich schon zum Flughafen gehen. Wir machen jetzt dieses Video ein bisschen länger, denn ich möchte euch ja ein bisschen erklären. Und hier gibt es jetzt keine Sitz sozusagen. Sitz sind ja sowas wie diese Standard Instrument Departure. Wir haben jetzt hier Arrive und diese Karten nennt man Star-Karten. Ja, also Standard, Arrival und so weiter und so fort. Und wir wollen in Düsseldorf landen. Was hat uns der Lotse zugewiesen aufgrund der Windverhältnisse auf die 23 Left? Jetzt können wir per Vorlanden. Vor sind, sag mal schnell, per Sichtflug und Instrumente. Wir wollen uns aber komplett auf Instrumente verlassen. Deswegen nehmen wir den ILS. Und heutzutage nutzt eigentlich, wenn ILS vorhanden ist, fast jedes Flugzeug ILS. Weil das Instrument Landing System ist, das den Piloten unterstützt, die Maschine sauber und ruhig zu landen. Wir landen auf ILS 23 Left. Mit einer Länge von 3000 Meter hat die Runway und hat einen Kurs bzw. eine Ausrichtung von 232 Grad. Deswegen auch
230 bzw. 23 ILS 23 left. Die haben wir schon mal eingetragen. Dann werden wir No Star nehmen. Ich glaube, wir nehmen No Star. Nee, doch, wir werden wohl Star nehmen. Wir werden keinen Punkt nehmen. Wir nehmen Ibixi 1B müsste kommen. Da ist er noch schon. Ibixi 1B ist unser Star und Novia nehmen wir. Wir nehmen also keine Dings und keine Transitions nehmen wir. Es gibt manchmal Anordnungen vom Fluglotsen, die direkte Transition zu nehmen. Das sind dann aber auf den Karten aufgezeichnete Punkte und Wege, die man nutzen soll. Das nehmen wir in unserem Fall nicht, weil der Airbus, wie gesagt, hochmodern ist und das alles von alleine kann. So, jetzt sollte eigentlich auch unsere Continue weg sein. Ja, seht ihr, jetzt haben wir die Continue weg. Jetzt haben wir vieles eingegeben, aber wir müssen natürlich überprüfen, was wir eingegeben haben. Aber das machen wir in der nächsten Folge, denn diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr noch bis hierhin zugeschaut habt. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig für euch. Wie gesagt, wir können alles viel, viel gerne ausführlicher machen. Allerdings ist es jetzt so, es ist einfach mal ein Testlauf auf meinem Kanal, ob euch auch diese Sparte gefällt. Wenn euch diese Sparte gefällt, der Flugsimulation, dann lasst einfach mal einen Daumen da oder schreibt es mir einfach in den Kommentaren, damit ich mal weiß, okay, ich kann auch mal mehr Flugsimulationsvideos bringen, wenn euch das gefällt. Ja, und dann sind doch alle glücklich. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und sage tschüss, ciao und bye-bye.